Naja, es scheint mir ein bisschen vermessen zu sein, wenn ich möchte, vor euch so vielen wunderschönen Menschen einen sehr neuen Text ausprobieren. Das soll man eigentlich nicht machen, aber er brennt mir gerade sehr unter den Fingernägeln, weil er mir sehr, sehr nahe liegt. Hat vielleicht mit einem Thema zu tun, er handelt von einer Midlife-Crisis. Und weil ich Poetin bin, tue ich aber so, es ging um Super-GAUs in Atomkraftwerken. Er heißt Cäsium 137 oder wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. Endlich, Post, die neue Kreditkarte ist da und ab jetzt gültig bis August 2008. Quatsch, das war die vorletzte, aber wie den Überblick bewahren in diesem Morgen, das heute schon gestern ist. Falscher Pinnenmann, vor einem Jahr hätte der noch gestimmt, falscher Mann, komm, vor 14 Jahren hätte der noch gestimmt und außerdem war ich damals noch Single. Wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. Ich habe mich gerade versehentlich bei MySpace eingeloggt, ich habe schon den dritten Pass, ich habe 1000 Paar Sneakers durchgetanzt, ich habe alles vergessen, was man auf der Schule gelernt hat, außer vielleicht, wie es sich anfühlt, wenn man in der Pause über sich lacht. Seit ich 15 bin, Jahre, nicht Kilos, habe ich mich unwohl gefühlt mit dem, wie ich bin und zu dick und seit ich es bin, fast 90 Kilos, nicht Jahre, stelle ich fest, es ist gar nicht so schlimm. Gar nicht so wichtig, was die anderen sehen, wenn sie dich anschauen, gar nicht so wichtig, was sie denken, was sie dir zutrauen, solange deine Knie dich tragen, dorthin, wo du deine Träume siehst und darüber hinaus, nur ein Gedanke, was ist wichtiger, dass du über dich rauswächst oder wie du im Bikini ausschaust. Die Welt macht mir Knieschmerzen. Sie haben gesagt, trink kein großes Bier, das gehört sich nicht für ein Mädchen und außerdem kein Sex vor der Ehe. Sie haben gesagt, studieren Sie nicht Deutsch auf Lehramt, machen Sie gleich den Taxischein. Sie haben gesagt, Atomkraft ist eine billige und sichere Alternative. Sie haben gesagt, glaub an mich, ich bin über Wasser gegangen. Sie haben gesagt, gibt keinen Mondstrudel, das ist eine Einstiegsdroge. Sie haben gesagt, unser Nachbarland heißt Jugoslawien. Dort spricht man serbokratisch und lebt in Frieden. Sie haben gesagt, du bist ein ganz besonderer Mensch, geh mal ficken. Sie haben gesagt, Pluto ist ein Planet. Sie haben gesagt, I did not have sex mit Monika, wie hieß die nochmal? Sie haben gelogen, immer wieder gelogen. Und um es wirklich kompliziert zu machen, haben sie zwischendurch die Wahrheit gesagt. Ich sage meistens die Wahrheit, aber selten die ganze. Ich stehe häufig still, doch verspreche, ich tanze im Kopf zwischen Zeilen auf Bühnen und Bergen. Ich ärgere mich oft, denn wir stehen im Rücken zur Wand und auf den Schultern von Zwergen. Und die treffen ganze Entscheidungen aus Minimundus-Perspektive, speisen uns ab mit Halbwahrheiten, treffen ganze Entscheidungen, hoffen, dass der Umsatz stiege und bei ihnen bliebe und kennen von den Folgen nicht einmal die Halbwertszeiten. Doch alles zerfällt, Liebe, Länder, Werteinheiten, alles zerfällt, Gutes wie Schlechtes, nur nicht in vergleichbaren Geschwindigkeiten. Und ich bin müde davon, mich aufzulehnen, ertappt mich dabei, heute schon wieder keine Zeitung zu lesen. Es fällt mir leichter als früher, Ungerechtigkeiten schnell beiseite zu schieben. Ich will meinen Frieden haben und in Frieden leben und ich habe so viel und Angst, es zu verlieren. Und ich verliere auch ständig die Haustürschlüssel, den Geduldsfaden, die Lust, dir zuzuhören, wenn du schon wieder nur über dich sprichst, wenn doch ich gerade eigentlich über mich sprechen möchte. Es gibt Gespräche, die sind so blutleer, wie es das Ende von The Shining nicht ist. Es gibt Tage, da denken wir alle, ja, Zombie ist echt auch eine Möglichkeit, was aus sich zu machen. Und außerdem, schau dich mal um in der U-Bahn. Und ja, vielleicht ist Jesus über Wasser gelaufen, aber deshalb kaufe ich mir auch keine Flossen im Ausverkauf und ich habe einiges erreicht. Es gibt Leute, die grüßen mich nicht und weichen mir auf der Straße aus. Wie die Zeit vergeht, wenn man sich engagiert. Ich lebe in einem Heute, das morgen schon retro ist. In einer Natur, die meistens in vitro ist, in einer Welt, in der viel los, was lieblos und ziellos ist. Alles gibt's nur, Stillstand nicht. Eben gerade habe ich im Sandkasten gespielt, Matura gemacht und mich verliebt in einen Mann und in ein Event, das vor uns beiden in diesem Land eigentlich niemand gekannt hat, nennen wir es Poetry Slam. Und diese beiden Lieben, der Mann und das Slam, nehmen seit 14 Jahren den Atem und es fühlt sich an, als wären keine 5 Minuten vergangen. Doch Zeit ist relativ, nur der Zerfall ist sicher.
Du isst vielleicht gerade keinen Fisch, weil Fukushima dich an deine Endlichkeit erinnert. Ich habe ein Jahr lang im Zimmer gespielt, als Tschernobyl die Wolken mit Radioaktivität in unsere Richtung blies und länger keinen Pilz gegessen. Doch neulich schaue ich im Pilzbuch nach, ob mich das, was ich in der Hand habe, tödlich krank macht und fühle mich veranlasst nachzudenken, wie lange das her ist mit dem Super-GAU und dem Jod, dem Strontium und dem Big Bad Motherfucker Cesium-137 und deren Halbwertszeiten. Als Tschernobyl sich einen Super-GAU erlaubt hat, war ich 11. Seitdem habe ich Matura gemacht, Uni, mich verliebt, habe 1000 Sneakers auf Demos getragen und zertanzt, habe mir den Traum vom Schreiben erfüllt und jede Menge Bühnen für mich und andere gebaut. Und von dem Cesium-137 von Tschernobyl ist nicht einmal die Hälfte abgebaut. Und wenn ich mich jetzt manchmal alt fühle, ein bisschen zu verbraucht für die ganz große Revolution, dann schaue ich mich um in der U-Bahn bei den anderen Zombies und sehe den jungen Mensch da drüben an mit so Kopfhörern und sitzen auf dem Sitz gegenüber und ich gehe hin und sage, will der junge Mensch da drüben nicht vielleicht auch mal ein bisschen aufstehen? Und er schaut mich an, als wäre mein Leben und ich, als wären wir ein Buch. Und er wird mich lieber nicht lesen. Er will eigene Fehler und eigene Wege gehen. Und ich denke, ist okay, denn ich bin auch nur ein Zwerg. Und auf meinen Schultern werden Riesen stehen. Und deshalb mache ich jetzt Kiesertraining. Ich danke euch. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann mich thematisch dem Vorredner anschließen. Oder einen Text machen, der recht still ist und ruhig. Ich mache keine gute Werbung dafür, ich mache es absichtlich, weil das Teil der Variante 1 wählt. Oder Amy Winehouse kommt dann vor. Als Main Setting Point. Variante 1, also 6 oder Amy Winehouse ist gerade die Wahl. 6. wenn das Amy das will. Das heißt, ein Kribbeln, das ist verblüffend ehrlich, und der Untertitel ist unter ein paar Strophen über ein paar Dekaden Selbstversuche in Sachen, wie geht denn das mit dem Kribbeln und dem rein raus? Sehr, sehr gute Menschen, die ihr alle seid, können ein bisschen dahinter steigen, wie alt ich bin. Ein Kribbeln oder ein paar Strophen über ein paar Dekaden Selbstversuche in Sachen, wie geht denn das mit dem Kribbeln und dem rein raus? 12. Ein Kribbeln. Ungesagtes über Verbotenes, jetzt auch den Salat haben, am ehesten ihn und die Nützlichkeit von Gurken, Masken fallen lassen werden. 15. Ein Kribbeln. Ungesagtes über ungetätigte Anrufe, ja, nein, vielleicht mädchenhaft, die Mutzenbacher A sagen wollen, um endlich mal B sagen zu können. 16. Ein Kribbeln passiere schneller als du glaubst, Warnungen in den Wind, Jacke wie Hose, Fahrtwind, Helmpflicht auf der Hut sein, Vorkehrungen, Verhüter, die in den Verfassungsrang erheben, fortfahren. 16,5. Ein Kribbeln in Form von Vergleichsdatenbank abgleichen, du mit wem, echt mit dem, wie, wo, wie oft, wie fühlt sich, wie macht man wie? 29. Ein Kribbeln. Aber immer das gleiche Kribbeln, in Gelb, in Grün, in Blau und auch in anderen Modefarben, in Leoparden-Springtanga-Musterform, in Übergrößen, in Übereinstimmungen mit Erwartungshaltungen, in immer besserer Fallenlassform. Angemacht, angerufen, angetörnt, angefixt, angefangen, angelangweilt, angewiesen, angeboten, raus. Was ist das da, das Volksdrücke? 31. Ein Kribbeln. Aller Anfang ist gleich. Gültigkeitsabfrage, Andrangsangst, Ablaufdatum, Vergleich mit Flugzeug, Absturzwahrscheinlichkeiten und dem sexuellen Leben von Singlefrauen über 30 in amerikanischen Großstädten. Sich endlich auf Hintern schauen, trauen, aber noch nicht hingreifen. Immer noch wohnen im Land der Lächerlichkeit. 32. Ein Kribbeln.
Die Wiederkehr der Guten. Masken applizieren lernen, Malkasten, reinen Rotwein einschenken, den Guten, aber nicht gehen aus Südafrika wegen den Transportwegweiten, weißt du. Schön gefärbte Abende. Trinkst du mich schön, sauf ich dich klug. Ein Kribbeln. Fußballverheißung, Nackenmassage, die erwähnte Briefmarkensammlung jetzt aber endlich mal sehen wollen. Bloß kein Mitleid. Was ist das Mitleid, wenn kein Aufbäumen gegen die Schwerkraft der Traumwelt? Ich will mit dir im Stehen, im Sitzen, im Flugzeug, im Treibsand, im Freiflug, im Internet, im Badschrank, im Freischütz und ja, das ist eine Metapher und zwar ein Schlicht. Jetzt geht's, Herr Dr. Füll zur Sache. Das Ding war nicht. Wow. Ich bin's auf jeden Fall. Das Thema hat mich nicht losgelassen. Ich habe noch einen Track geschrieben, der heißt auch rein raus. Fühlt sich erwachsen an, ich mache mich total Rap. Ich mache mich auf Rap und ich würde gerne für euch rappen über das Thema. Ich würde euch eigentlich gerne bitten, im Rhythmus rein raus zu sagen, meine Bester, ich mache das aber nicht mehr, weil ich das neulich gemacht habe bei einem Auftritt, weil mein Post das E-Mail von einer Frau bekommen hat. Das ist aber schon ordentlich, also da hat sie sich vergewaltigt gefühlt und das ist irgendwie viel zu viel gewesen und viel zu intensiv. Deswegen machen wir das jetzt nicht, weil ich bin lernfähig und ich bin bereit, auf Bedürfnisse einzugehen. Aber ohne Beat geht's nicht. Das heißt, ich habe mir gedacht, ihr schnippst es einfach, ich habe das schon mal gesehen. Das ist ungefähr die Geschwindigkeit, wenn du möchtest. Und es gibt später noch eine extra Rolle für dich, ich werde sie dann sagen. Der Text heißt immer, Run raus und nicht hinaus. Das Komplizierteste der Welt. Und die schönste Nebensache, es geht um Wellen, nicht Palinenlänge, selten zieht der Augenblick vorbei, ergreift die Chance, ergreift die Hand, doch bitte keine Prahlerei. Bitte komm, wie du bist, bitte komm nicht, wie du gerne wärst, und sehr würdest dich gut im Bett, der Ego steht dir nur im Weg. Weg mit der Eitelkeit, weg mit dem Scheindern und weg mit dem Seitenscheitel. Jetzt komm rein. Es dreht sich alles nur ums Reinwollen, Rausfinden, Rumtollen, Ausklicken, Kontrolle, Aufkippen, Bein kommen, Empfinden, Reinwollen, Rausfinden, Rumtollen, Ausklicken, Kontrolle, Aufkippen, Bein kommen, Empfinden. Es müsste ein bisschen wärmer werden, während ich da so intime Sachen, weil ich jetzt hier wirklich so mummel. Es ist das Einfachste der Welt. Und es macht dein Leben schöner, wie ein Fisch mit dem Fahrrad, wie es flutscht, wenn es Spaß macht. Geld wird sich auch zu weiter stellen, aber besser ist es wahrhaft. Lass mal los, lass dich gehen, lass dich fallen, lass dich treiben, mach's im Lieb, mach's im Stehen, mach's mit dem, der dein Leben teilt. Mach's dir selbst, mach's mal lieb, mach's mal fies, mach's mit Strangers in the Night, mach's nicht nur mit Mist, mach's doch wie die Wies, die gerade gefällt. Da kann man doch ein bisschen rein raus machen. Alles nur, es dreht sich alles nur ums. Reinwollen, rausfinden, rumtollen, ausklicken, Kontrolle, aufkippen, Bein kommen, empfinden, reinwollen, rausfinden, rumtollen, ausklicken, Kontrolle, aufkippen, Bein kommen, empfinden. Und jetzt kommt dann die extra Rolle für dich. Für alle eigentlich. Beim dritten, also bei der dritten Strophe geht es um den Orgasmus. Das heißt, ihr könnt zum Zeitpunkt von auch immer quietschen, weil der Gast kommt und immer mal gut. Also, wann immer du bereit bist, sind wir jetzt gut. Und bitte keine falsche Scham. Und bitte niemals unter Zwang. Bitte zieh die Socken aus. Gib dir Mühe, bitte spür, mit wem du schläfst. Bitte bemühe, was darum geht. Ich nur die Tüte zu mir fühlt. Ich bin viel mehr als nur mein Körper. Bitte spür, was in mir tosen. Fach die Glut, die in mir losen, gleich erflodert. Ich habe ein aerogenes Herz. Ich habe ein sexuelles Hirn. Und ich habe hungrige Haut. Hungrige Haut. Ich habe Lippen, ich habe Brüste. Ich habe Schellen. Ganz viele Sachen, die ich nicht erwähne, bevor irgendjemand gekommen ist. Ich habe, also, bitte schön. Unter Zwang geht's, bitte. Also los geht's. Reinwollen, rausfinden, rumtollen, auslegen, Kontrolle, aufkippen, Bein kommen, empfinden, rein.